Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 3. In der letzten Folge sind wir in Puerto Sacarico angekommen. So richtig diesmal endlich und reden jetzt mal mit dem Kommandanten. Also wir gehen zumindest mal hoch. Was? Ich? Du? Du gehörst doch auch zu den Piraten. Hör zu, ich... Erzähl mir nichts. Du bist doch einer von denen. Das merk ich doch. Was willst du hier? Willst du uns ausspionieren? Übertreibst du nicht ein bisschen? Keineswegs! Sieh dich doch mal draußen um! Schattenwesen kommen aus der Tiefe gekrochen. Dämonen, die meine Männer töten. Ich bin von Feinden umgeben. Da brauche ich nicht noch einen weiteren. Und wenn sie schon meine eigenen Leute gegen mich wenden, wem kann ich überhaupt noch trauen? Wie kann ich helfen? Wenn du hier bist, um zu kämpfen, wirst du dafür bezahlt, wie es sich für einen Söldner gehört. Wofür willst du mich bezahlen? Soldat Severin ist desertiert. Er und noch so ein Kerl. Vasco. Und? Und Deserteure werden erschossen. Du kannst die beiden aufsuchen und das erledigen. Hast du sonst noch was? Horas, ein Wächter, hat sich bei uns eingeschlichen. Finde den Mistkerl und sag mir, wo er sich aufhält, damit wir ihn exekutieren können. Warum bist du so scharf darauf, ihn umzubringen? Er ist ein Dieb. Er ist in mein Haus gekommen und hat mich bestohlen. Und dann ist er abgehauen. Aber warte nur, wenn ich mit dir fertig bin. Dann wirst du dir wünschen, du wärst... Finde ihn einfach. Du bist also der Statthalter dieser Insel, ja? Nein. Normalerweise ist Gouverneur Di Fuego der Statthalter hier. Doch der Feigling ist einfach abgehauen. So, so. Verschwende nicht deine Zeit mit dem Kerl. Er ist es nicht wert. Jetzt habe ich das Kommando übernommen. Und das ist alles, was du wissen musst. Klar? Da wäre noch was. Ich habe Gouverneur Di Fuego gefunden. Und? Wo steckt dieser Fette? Der Gouverneur? Er ist tot. Er ist nicht der Erste, der von den Schatten geholt wurde. Ich glaube nicht, dass es die Schattenwesen waren. Wie kommst du darauf? Die abgebrochene Spitze eines Schwertes steckte in seinem Körper. So? Nun, ein Schwert ist ein Schwert. Du verschwendest nur deine Zeit. Es ist dein Schwert, mit dem Gouverneur Di Fuego umgebracht wurde. Diese Klinge habe ich schon vermisst. Willst du damit sagen, jemand hat dein Schwert gefunden und damit Di Fuego umgebracht? Ich sage, es spielt gar keine Rolle, was mit Di Fuego passiert ist. Er ist tot. Dabei solltest du es belassen. Nein. Hier steht was. Demnach war McFlane der einzige Schütze, der alle 5 Kugeln genau in die Mitte getroffen hat. Den Beweis für sein Können stellte er auf einem Dach in Puerto Sacarico zur Schau. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir das nicht einfach so klauen können. Oder diese Truhe da. Das vielleicht? Der Mistkerl offensichtlich nicht. Hätte ja sein können. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten hast. Oh, warte mal. Das ist aber eigentlich ganz gut. Da können wir nämlich vielleicht hier kurz... uns an allem bedienen. Mach hier keine Dummheiten. Sie werden hab ich ja schon. Okay. Ja, Sebastiano ist auf jeden Fall, dem geht's gut. Ich muss mich um die Truppe kümmern. Tja, und mit wem kann ich jetzt über Di Fuego reden? Und Sebastiano? Oh, Moment mal.
Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch gar nicht zu klauen. Musst du wieder mit runter? Besser, du fasst hier nichts an. Und der andere Typ hoch? Mist. Sebastiano war doch eben unten. Ich hoffe, du weißt, wie du dich in einem fremden Haus zu verhalten. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Also versuch gar nicht zu klauen. Mach hier keine Dummheiten. Versuchen wir mal Folgendes. Auch wenn das weh tut. Aber vielleicht... Nee, Sebastiano kommt nicht mehr. Mist. Naja, wir trinken einen Schluck Wasser. Und dann suchen wir mal nach dieser Zielscheibe, die hier irgendwo auf einem Dach sein soll. Bei dem Haus waren wir ja auch noch nicht so wirklich. Fresse halten und marschieren. Das ist ein Leben. Ich kann Langfinger nicht ausstehen, verstanden? Nein, ich wollte doch da hochspringen. Warte, was war das? Ah, ein Runenstein. Steinfaust erhalten, okay. Ich sehe hier keine Zielscheibe. Ich bleib hier. Nein. Gib mir das Intermesser. Schockwelle. Und wenn wir jetzt ein Äffchen... Ah, hier, Zielscheibe. So, die Zielscheibe, die ist doch bestimmt ein... Ja, Schrotflinte, schade. Oh, warte. Man hätte hier auch hochklettern können, toll. Aber möglicherweise kann ich in der Nacht da mal reinfliegen von draußen. Wobei muss ich wahrscheinlich gar nicht. Ich kann auch einfach hochrennen, schnell und das klauen. Vermutlich würde das sogar gehen. Tja, aber jetzt sind wir hier auch erstmal fertig. Achso, Bones steht noch auf dem Dach. Komm noch mit. In Ordnung. Thank you.
Ja, jetzt gibt es eigentlich nur noch einen Ort, wo wir hingehen können. Also theoretisch gibt es noch drei Orte, wo wir hingehen können. Aber der eine ist auf jeden Fall der da hinten. Da müsste ja irgendwo noch... was ist irgendwo? Da müsste ja noch ein paar Gegner sein. Die können wir vielleicht mal eben verprügeln. Oder vielmehr erschießen. Verdammte Schatten! Mit einem kurzen Schlag auf den Hinterkopf haben wir den erledigt. So, wo ist der Ghoul? Da sind mehrere Ghule. Hey, lass mir auch noch was übrig! Ich will nur nicht den Dicken da anlocken. Okay, Bones hat den einen umgehauen. Also der Zielkreis ist ein bisschen kleiner geworden im Vergleich zu Gothic, vor allem im Vergleich zu Risen 2. Das heißt aber nicht, dass es viel schwerer ist. Mal gucken, Eisengolem. Deine Haut macht der ist leider auch immun. Gucken, ob wir den besiegen können. Ja, aber das könnte gehen. Bones. Jetzt ist er aggro auf uns. Jetzt nicht mehr. Groß, aber langsam. Und das war's. Ein Eisenerz. Und hier waren wir schon. Das ist gut. Der liegt hier sogar noch rum. Weil hier ist doch... Achso, das ist die Höhle. Okay, naja. Dann waren wir da ja schon drin. Haben wir noch irgendwas mit Osurio zu bequatschen? Ich glaube nicht. Aber wir probieren es mal. Nein. Was kannst du mir verkaufen? Sieh dich einfach mal um. Uns irgendwas Gutes bei dir? Nö. Weil irgendwas macht hier Geräusche. Ihr hört es ja. Oder ist das der Typ, der hier pennt? Du trampelst wie ein Gorilla. Eigentlich überhaupt nicht. Aber es gibt leider keinen Lehrer hier für Diebesfertigkeiten. Was es allerdings gibt, ist, wir könnten theoretisch möglicherweise unseren Einfluss nochmal erhöhen. Einschüchtern 30 war das bei dem einen, oder? Mal hier Seekarte. Gehen wir nochmal hier zurück. Und bei ihm brauchen wir noch einschüchtern 30, oder? Ja.
Dann lernen wir doch einfach noch zweimal Einfluss. Dann haben wir Einschüchtern 30. Wo hast du das gute Zeug versteckt? Das gute Zeug? Das, was du den anderen vorsetzt, isst du doch bestimmt nicht selber. Na schön. Hier, damit du Ruhe gibst. Danke. Was kannst du mir beibringen? Kommt darauf an, was du wissen möchtest. Nee, bei dir möchte ich eigentlich nichts lernen. Aber... hier bei dir möchte ich vielleicht was lernen. Ich bin in Puerto Sacarico gewesen. Und? Was für Neuigkeiten hast du im Gepäck? Da herrscht militärischer Drill und Untergangsstimmung. Mann, denen geht wohl auch so langsam die Muffe, was? Ja, aber sonst hast du nicht viel verpasst. Dennoch danke, dass du mir davon berichtet hast. Noch ein Tipp für dich. Ist die Lage auch noch so beschissen, sauf sie dir schön und die Welt ist in Ordnung. Zeig mir deine Ware. Hast du noch irgendwas? Nö. Eigentlich auch nicht. So, dann würde ich gerne nochmal hier runter. Denn bei dem einen hier kann man irgendwas mit Reden lernen. Möglicherweise ist das ganz gut. Dieser Penner. Jetzt müssen wir doch den Osten bewachen. Wem sagst du das? Aber er hat mich in der Hand. Hoffe, das Biest, das in den Mangroven haust, kommt nicht rüber zu uns. Du bist ein Schisser, Holtby. Das Biest im Osten hat Besseres zu tun, als dich halbes Hemd zu verputzen. Psst. Ich glaube, der Sack belauscht uns gerade. Ja, ich bin richtig unauffällig beim Belauschen. Eigentlich dann 50. Ein Schattenwesen haust in den Mangroven? Hab doch gewusst, dass du uns belauscht hast. Dir erzähle ich bestimmt nichts. Frag doch Tanner. Was ist das für ein Schatten, den du im Gespräch mit Holtby erwähnt hast? Warum steckst du deine Nase ständig in fremde Angelegenheiten? Und überhaupt, vergiss mal die Schatten. Die machen mir keine Angst. Irgendwann kommt Verstärkung und wir schicken sie in das Loch zurück, aus dem sie gekrochen sind. Ich glaube ja nicht. Die Schatten sind eine Bedrohung für uns alle. Ach, mir aufs Maul geben können, aber bei den Schatten den Schwanz einziehen. Bist wohl doch nur eine Lachnummer. Ich wette, dass du der Kreatur aus den Mangroven nicht gewachsen bist. Solltest du es doch packen, gebe ich dir 250 Goldstücke. Wo genau in den Mangroven soll ich nach diesem Schattenwesen suchen? Wie wäre es, wenn du deinen Arsch erstmal rüberschwingst? Wirst im Osten schon fündig werden. Kannst du mir etwas beibringen? Nur wenn die Kasse stimmt. Ja, das könnten wir eigentlich echt machen. Bring mir bei, wie ich Untoten mehr Schaden zufügen kann. Natürlich, kein Problem. Und Härte 20, das sind nur 1500, das machen wir. Kann nur, wenn die wir noch einschüchtern lernen. Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern kann. Okay. Okay. Weißt du, sie hatten die Texte doch schon. Sie hätten die doch die einfach aus Risen 2 die neuen Sprecher auch nochmal einsprechen lassen können. Das ist so traurig. Das bräuchten wir Einfluss 50 und Härte 40. Ich glaube, da sind wir weit weg von. Ja, wir bräuchten noch 25 Einfluss. Und 20 Härte oder was andersrum? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ist mir auf jeden Fall zu viel. Scheiße. Ausgerechnet mit dir muss ich hier stehen.
So, Silberzunge 60. Müssten wir noch zweimal Einfluss lernen, dann hätten wir das. Aber können wir eigentlich machen. So. Die Pampe aus dem Lager. Und dann können wir nämlich das Seidenhemd tragen. Und dann haben wir Silberzunge 60. Schon mal daran gedacht, weniger dick aufzutragen? Jetzt komm mir nicht so. Mit deinem Gelaber kannst du vielleicht bei einer Hafenbraut Eindruck schinden. Aber nicht bei mir. Also, nimm diese paar Münzen und sieh zu, dass du eine Schulter zum Ausheulen findest. Hauptsache, du gehst mir nicht auf den Sack. Abgemacht. 250 Goldstücke und das Biest aus den Mangroven stirbt. Ich gehe noch immer davon aus, dass es dich in Stücke reißt. Wär kein Verlust. Halt lieber das Gold bereit, wenn ich wiederkomme. Der Schattenlord des Wahnsinns. Okay, ein Schattenlord. Das klingt aber eigentlich gut. Weiß ich noch nicht so genau, aber bei uns hat ja was davon gesagt, dass wir die Herzen von Schattenlords futtern können. Um Seele dazu zu gewinnen oder so. Ja, dann ab in die Mangroven. Das wäre nämlich Ort Nummer 2. Ich hatte ja gesagt, 3 Orte. Der dritte wäre dann noch die Totenkopfhöhle. Hier sind auf jeden Fall Schergen. Wisst ihr, wer hier nicht ist? Bones. Wo zum Geier ist Bones? Ohne den mache ich das bestimmt nicht. Da kommt er. So, Mister. Anders hier. Scherge. Verdammte Schatten! Auch kannst du bitte aufhören, immer daneben zu schießen. Bones ist tot. Was? Also nicht tot, aber lebendig ist er halt auch nicht mehr. Aber ich glaube, das lag daran, dass einer von den Schergen Magie gewirkt hat. Wenn du hier verloren gehst, zieht niemand deinen Arsch aus der Schlinge. Du meinst wohl eher den Kopf. Kopf, Arsch. Bei manchen Menschen ist das doch das Gleiche. Erledigt. Wie kann man eigentlich mit der Pistole so schlecht sein, dass man aus der Entfernung nicht trifft? So, den müssen wir leider mit dem Schwert machen. Au! Bones, würdest du den bitte pullen? Danke.
Okay. Na gut. Haben wir den auch? Dann gehen wir mal einfach in die Richtung weiter. Da oben sind auf jeden Fall Höllenhunde. Und hier geht's ja theoretisch dann Richtung Piratenlager. Deine Haut mache ich mir eine Mütze. Gut so. War wahrscheinlich wirklich nur theoretisch. Ach, guck mal, hier sitzt aber einer. Roscoe. Wer bist du? Erstmal braten wir uns hier ein paar Sachen. Ah, da bist du ja endlich. Hab schon nicht mehr mit dir gerechnet, alter Sauhund. Kennen wir uns? Klar, du bist der Typ aus meinen Träumen. Ach, kein Interesse. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd, so war das nicht gemeint. Ich bin Roscoe, der Mann, der dich reich machen wird. Unser Aufeinandertreffen ist ein Zeichen. Die Toten wollen es so, glaub mir. Die Toten sprechen mit dir? Ja, Mann, mein alter Herr, wenn du es genau wissen willst. Der war mal eine große Nummer bei den Piraten. Und jetzt labert er mich in meinen Träumen zu. Er hat mir auch gesagt, dass jemand kommt und mir helfen wird. Und dieser Typ ist, genau, du. Hast du keine Angst vor den Schatten? Nein, ich verlasse mich ganz auf mein Glück. Außerdem kann ich mir bald eine Armee leisten. Möchte mal sehen, welches Biest sich dann an mich herantraut. Und im Moment bist du ja hier. Wer soll uns da noch gefährlich werden? Du willst mich reich machen? Wie stellst du dir das vor? Ich teile mit dir meinen Schatz. So einfach ist das. Alles, was du dafür tun musst, ist mir bei der Schatzsuche zu helfen. Ich sag dir, da sind sicher 5000 Goldstücke für dich drin. Das klingt zu gut, um wahr zu sein. Quatsch. Warte nur, bis du das Gold in den Händen hältst. Dann schlackerst du mit den Ohren. Versprochen. Also was ist jetzt? Bist du dabei oder nicht? Noch nicht. Ich würde gerne erstmal einen Blick hier oben hinwerfen. Okay, es sieht so aus, als könnten wir doch hier rüber. Ah, okay, nicht wirklich hier rüber. Der Weg führt dann einfach nur hier runter und dann wieder rein in den Sumpf. Schade, ich hatte gehofft, dass man irgendwie vielleicht doch nochmal hier in die Ecke kommt, aber offensichtlich nicht. Ja gut, dann können wir ja auch einfach da langlaufen. Oh, die können ja sogar hier rauf. Das ist nicht gut. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Wessen Haut jetzt? Bei uns? Schieße ich halt auf das da. Das treffe ich aber auch nicht. Toll. Komm. Okay, bei uns geht auf das Skelett drauf. Dann kann ich ja hier runterkommen.
gerade um das gute Opferfleisch. Da der Schattenlord Bones nicht gesehen hat, können wir riskieren, das Skelett wegzuplündern. Und dann gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Ja, hier ist ja auch irgendwo noch ein Schatz. Vielleicht drei Runden, ja, schön. Toll. Warum? So, das war's. So, hier kann man sich noch ein bisschen umschauen. Hier ist aber nichts. Also wir räumen jetzt hier auf jeden Fall mal das ganze Gebiet auf, bevor wir mit dem Typ da oben losziehen. Denn ich bezweifle sehr stark, dass er auch nur ansatzweise eine Hilfe sein wird. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal Folgenende. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao!